Für 2022 hat sich Porsche beim Taycan einiges vorgenommen. Es gibt viele Neuheiten und eine davon, die ist die gut sichtbarste, das ist ein neues Modell, eine neue Karosserievariante, heißt Sport Turismo. Die schauen wir uns gleich näher an und ansonsten zeige ich euch auch gerne, was sonst noch alles beim Taycan neu ist. So, wir sitzen jetzt im Taycan Sport Turismo Turbo S. Ist praktisch die absolute Superknarre mit über 700 PS. Allradantrieb, den brauchen wir heute. Schnee auf der Fahrbahn, alles eingeschneit, zugeschneit. Da passt der richtig gut. Und weil sich das so feinfühlig dosieren lässt, die Elektropower, deswegen macht es auch richtig Spaß. Fährt super sahnig, knackig, wie ein Porsche eben. Und der unterscheidet sich vom normalen Taycan oder von den beiden anderen Taycan-Modellen fast überhaupt nicht. Im Innenraum zumindest ist alles gleich. Mit dem Cross Turismo hat er gemeinsam den Fond, der ein bisschen höher ist als eine Sportlimousine, also dieses eher elegante, Coupé-artig geschnittene Modell. Und mit dem Cross Turismo ist er quasi baugleich. Der Unterschied ist da nur, dass der Sport Turismo außen so eine ganz clean, sportliche Optik hat, ohne diese Offroad-SUV-Elemente, Zitate, die der Cross Turismo hat. Was in 2022 ganz neu ist bei den allradgetriebenen Fahrzeugen, ist eine ganz neue Regelstrategie für die Elektromotoren. Und zwar sieht das so aus, dass bisher immer die Hinterachse beim Rollenlassen abgekoppelt wurde. Das heißt, kein Strom angelegt und dadurch Strom gespart wurde. Jetzt sieht es anders aus, nämlich die Vorderachse wird abgehängt, die bekommt keinen Strom mehr, man rollt quasi im Zweiradantrieb dahin und die hintere Maschine, permanent erregte Synchronmaschine, ist effizienter als die vorne. Das heißt, Porsche holt auf die Art und Weise Effizienz-, Verbrauchs- und Reichweitenvorteile raus, wenn ich auf der Autobahn bin und gleichmäßiges Tempo fahre. Natürlich, sobald ich Gas gebe und Spaß haben will oder der Untergrund schlüpfrig wird, habe ich wieder die volle Allradfunktionalität, da ist alles on und es geht vorwärts. Bei den Zweiradmodellen sieht es so aus, der hat ja keinen Antrieb an der Vorderachse, den man entkoppeln kann. Das heißt, der bleibt im Prinzip genau gleich. 2021 ist ähnlich wie 2022. Die Unterschiede gibt's, sind aber so marginal, dass es mehr Ingenieurskosmetik. Und für all die technischen Daten-Nerds da draußen, die jetzt die Verbrauchsvergleiche anstellen und dann darüber stolpern, dass das allradgetriebene Modell ja 2 Kilometer mehr Reichweite hat oder wie auch immer, der ist tatsächlich effizienter, obwohl er Allradantrieb hat, als die zweiradgetriebene Maschine mit nur einem Elektromotor. Und das liegt ganz einfach daran, dass in den Allradmodellen an der Hinterachse ein tendenziell effizienterer Motor verbaut wird. Das heißt, obwohl der 2 Motoren hat und der beim gleichmäßigen Fahren der vordere abgeschaltet wird, hat dieser alleine laufende Motor an der Hinterachse dann weniger Verbrauch als der einsame Motor im Zweiradmodell. Ist einfach effizienter. Neu im Taycan, im Sport Turismo, aber auch in den beiden anderen Modellen ist ein Panoramadach, was aufgebaut ist mit einer Folie in der Mitte. In der sitzen Kristalle und die kann man elektrisch beaufschlagen und dann richten sich die Kristalle so aus, dass kein Licht mehr durchkommt. Die Technologie kennt man, die war bisher noch nicht so richtig im Automobilbereich angekommen oder nur in Einzelfällen. Und jetzt hat Porsche diese Lösung umgesetzt für den Taycan, ist in allen Modellen erhältlich und ist natürlich eine super hochtechnische Lösung. Kann man drauf stehen, macht Spaß.
in der Taycan-Modellgeneration für 2022 ist jetzt auch eine Spotify-Integration. Die geht nicht über irgendein anderes Device wie ein gekoppeltes Smartphone, sondern es ist im System integriert. Einfach nur den Account eingeben und dann zieht sich das Auto das über die Fahrzeug-Internetverbindung. Was man auch gut sieht, es gibt jetzt bunte Icons, also nicht mehr die schwarz-weißen Icons der letzten Generation. Sieht ein bisschen schicker aus. Wird noch diskutiert, ob man das vielleicht auch über so ein Over-the-Air-Update für die früheren Generationen runterladen kann. Ich würde nicht drauf wetten und wahrscheinlich kostet es Geld. Schauen wir mal. So im Fond vom neuen Taycan Sport Turismo sieht man mal, was der Unterschied ist zur Sportlimousine. Nämlich der hat ein bisschen mehr Kopffreiheit hinten, 45 mm mehr. Mit dem Panoramadach sind es 47 mm, weil das Glas dünner ist durch den fehlenden Innenhimmel. Dadurch wird er natürlich trotzdem nicht zu einem richtig großen, luxuriösen Tourer für 4 oder gar 5, auch wenn man hier in der Mitte nochmal eine 5-sitzige Fondsitzanlage bestellen kann, anders als hier, wo wir in der Mitte einfach nur so eine Ablageschale haben. Trotzdem, Auto passt gut. Ich würde jetzt mich nicht schinden, hier noch 350 Kilometer nach Hause, nach München oder nach Stuttgart zu fahren, hinten drin. Aber so die ganz lange Urlaubsreise, dafür ist einfach nicht gedacht. Wenn ich persönlich mal sagen darf, ich mochte den Cross Turismo nie so richtig dolle. Mir ist das ein bisschen zu viel aufgetragen, diese Optik mit dem Allrad-Look da. Und deswegen finde ich den Sport Turismo genau richtig. Der hat dieses bullige Heck, ein bisschen größere Funktionalität, gefällt mir super gut, aber er hat diese clean, sportliche Optik von außen. Ich persönlich würde mir den Basis-Taycan ausfassen. Der kostet nicht so viel, 86.000 Euro. Aber er hat alles, was den Taycan ausmacht. Er hat alles, was einen tollen Porsche ausmacht. Mir wird das persönlich reichen. Nur, wenn man oft mal hier wie hier im Schnee unterwegs ist, Leute, die zum Skifahren gehen wollen oder die vielleicht sogar in einer Bergregion wohnen oder die halt einfach die Power haben wollen, dann bieten sich die Allradmodelle an. Die fahren aber tendenziell nicht so viel besser, als es der Basis-Taycan tut. Ich weiß, da wird mir nicht jeder zustimmen. Deswegen kauft doch einfach, was ihr wollt.